Helene Stöckel. Alle fünf. Gelesen von Jasmin Stab. Über Nacht war der Winter hereingebrochen. Ganz heimlich, während alles schlief, war er gekommen und hatte die Straßen und Gassen der Stadt mit Flocken gefüllt. Zur hellen Freude der Kinder, die ihren guten Freund den Schnee so früh im Jahr kaum erwartet hatten. Aber gar nicht zur Freude der Erwachsenen, die das Fortkommen in dem weichen, lockeren Flockenwerk sehr beschwerlich fanden. Von Zeit zu Zeit eine unwirsche Bemerkung über das schändliche Wetter vor sich hin murmelnd, stapfte Dr. Brandt, ein untersetzter, etwa 50-jähriger Mann, mit einem unverkennbar gutmütigen Gesicht seinen Weg durch den Schnee dahin. »Schämst du dich nicht, du dicker Bengel, dich von dem kleinen Mädchen ziehen zu lassen?« rief der Doktor jetzt einem vierschrötigen Jungen zu, der bequem auf einem Handschlitten sitzend sich von der viel kleineren Schwester, welcher der Strick tief in die zarte Schulter schnitt, ziehen ließ. »Marsch hinunter und lass sie hinauf, na wird's bald!« Der Doktor schob den Buben, der ruhig klotzend sitzen geblieben war, ohne viele Umstände von dem Schlitten hinunter und half dem kleinen Mädchen hinauf. »So, nun vorwärts!« Er warf dem Jungen eine Handvoll Bonbons zu, deren Anblick das Gesicht desselben zu einem vergnügten Grinsen verzog, und sah wohlgefällig nach, wie das kleine Gefährt jetzt mit seiner neuen Bespannung hurtig über den Schnee dahinschoss. »Halt! Wie geht's deinem Vater?« hielt der Doktor gleich darauf ein ärmlich gekleidetes Mädchen an, das mit einem in dicke Tücher gewickelten Kind auf dem Arm eilig daherkam. »Schon wieder wohl und aus dem Bett? Nun, das ist recht. Ausgehen soll er aber noch nicht. Sag ihm, ich werde morgen nach ihm sehen. Da, nimm das für dich und das Kleine.« Er fuhr wieder mit der Hand in die Tasche, in der noch ein ganzer Vorrat Bonbons enthalten war. Doktorbonbons nannte der Apotheker die süßen Plätzchen, die der kinderlose, aber kinderliebende Doktor täglich bei ihm zu kaufen pflegte. Unterdessen war der Doktor vor einem einzelstehenden freundlichen Haus der Vorstadt angekommen. Durch einen kleinen Gang trat er in eine Küche, um deren Herd ein Häufchen von fünf Kindern erwartungsvoll herumstand. »Was macht ihr denn da, dass ihr alle wie in einem Schwalbennest zusammenklebt?« rief der Doktor, Hut und Stock ablegend und den Schnee von seinen Füßen klopfend. »Wir warten, bis unsere Bratäpfel fertig sind«, riefen die Kinder. »So, dann vergesst nicht, mir einen aufzuheben. Ist die Mutter im Zimmer?« Er wartete die Antwort nicht ab, sondern öffnete nach flüchtigem Klopfen die Tür. Von einem mit allerhand Zeichenmaterial bedeckten Tisch am Fenster erhob sich eine feine, überschlanke Frauengestalt. Das noch volle braune Haar und der lebhafte Ausdruck der schönen Augen ließen sie jünger erscheinen als die leicht vorgeneigte Haltung und die eingefallenen Züge des bleichen Antlitz zuzugeben schienen. Doch konnte sie die Mitte der 30 noch nicht überschritten haben. Bei dem plötzlichen Eintritt des Doktors flog ein jähes Rot über ihre Wangen, das sich scharf auf den Backenknochen abzeichnete, während ein kurzer, ihre ganze Gestalt erschütternder Husten sie zwang, die Begrüßung des Doktors für einen Augenblick aufzuschieben. Der Arzt hatte ihr Aussehen mit schnellem Blick erkannt. »Warum haben Sie denn nicht schon früher nach mir geschickt, wenn Sie krank sind?« »Ich hoffte, es würde auch so vorübergehen«, erwiderte sie noch immer nach Atem ringend. »Klingt ganz danach«, brummte der Doktor. »Wir werden ja sehen.« Er stellte ein paar kurze, bestimmte Fragen an die Leidende und horchte und klopfte aufmerksam an ihr herum. Als er geendet, hatte sein Antlitz einen eigenen Ausdruck angenommen. Sie warf einen forschenden Blick auf ihn, dann sagte sie mühsam lächelnd: »Sie finden mich kränker, als Sie gedacht?« »Ich finde Sie sehr krank«, sagte er, ohne dass der Ausdruck seines Gesichtes sich geändert hätte. »Sie müssen sich sofort niederlegen. Unbedingte Ruhe ist das erste Erfordernis für Sie.«
Ich kann jetzt unmöglich an Ruhe denken. Wir stehen schon im November. In spätestens 14 Tagen müssen diese Zeichnungen fertig sein. Die Herstellung der Illustrationen für die großen belletristischen Zeitschriften nimmt ja so viel Zeit in Anspruch. Da, sehen Sie. Sie nahm ein paar Zeichnungen vom Tisch auf und hielt sie dem Doktor hin. Dieser Kranz von Helleborus und Stechpalmenzweigen ist zur Umrandung eines Weihnachtsgedichtes bestimmt. Hier das kleine schwedische Bauernhaus mit der Weihnachtsgabe auf dem Dach und der Christbaum, zwischen dessen Zweigen Kinderköpfe hervorschauen. Das sollen Weihnachtserzählungen werden. Sie dürfen keinen Strich mehr an diesen Sachen tun, sagte der Doktor, die Blätter rau zurückschiebend. Aber sie müssen doch zu Weihnachten fertig werden. Es werden sich andere finden, sie auszuführen. Und ich verscherze für immer das Vertrauen der Redaktionen, die mir zu verdienen geben. Mein Herr, Doktor, das geht nicht. Reiche Leute dürfen sich den Luxus, krank zu werden, erlauben. Arme nicht. Sie hatte ihre letzten Worte in scherzhaftem Ton gesprochen, ohne dass ihre Augen den angstvoll forschenden Ausdruck verloren hätten. Es sterben auch arme Leute, sagte er, ihrem Blick ausweichend. So meinen Sie, dass ich sterben muss? Habe ich das gesagt? Erwiderte der Doktor. Nicht mit den Lippen, aber mit den Augen. Plötzlich fasste sie seine Hände und sagte flehend, »Sagen Sie nicht, dass ich sterben muss. Ich darf es nicht, um meiner Kinder willen nicht. Es sind ihrer 5 und ihr Vater ist tot.« »Sie besitzen kein Vermögen?« fragte der Doktor. »Nein. Keine Verwandten, die sich ihrer Kinder im äußersten Falle annehmen würden?« »Ich habe keine.« »Keine Bekannten, Freunde?« »Niemand. Solange ich lebe und atme, stehe ich zwischen den Kindern und dem Elend. Wenn ich sterbe, sie müssen sich pflegen, sich unbedingte Ruhe gönnen. Wie kann ich das? Muss ich denn nicht Brot für alle schaffen? Aber es wird wieder besser werden, gewiss, Herr Doktor. Der Wille zum Leben tut viel, und ich will leben. Nicht allzu lange, nur einige Jahre noch, bis meine Kinder imstande sind, sich selber vorzuhelfen.« Der Doktor schüttelte mit dem Kopf. »Sie sind erfahrener, weltkundiger als ich, Herr Doktor. Sagen Sie mir nach Ihrem besten Wissen, was würde mit den Kindern geschehen, wenn ich jetzt von ihnen müsste?« Der Doktor fuhr sich ein paar Mal mit seinem Tuch über die Stirn. »Sie haben das Heimatsrecht hier?« »Mein Mann hatte es.« Die Gemeinde müsste für ihre Kinder sorgen. Eins der größten käme vielleicht in die Waisenanstalt, das kleinste ins Asylhaus. Die anderen würden gegen geringes Entgelt bei armen Handwerkerfamilien untergebracht werden.« Sie presste die Lippen wie im Krampf zusammen, dann sagte sie ruhig, »Sie sehen, dass ich nicht sterben darf. Oder glauben Sie wirklich, dass meine zarten, durch Liebe verwöhnten Kinder es überleben würden, so auseinandergerissen und unter Fremde verteilt werden? Nein, das kann Gott nicht wollen. Aber ich will Ihnen folgen, Herr Doktor, und mich schonen. Sobald diese Zeichnungen fertig sind, will ich mich niederlegen und einmal so recht gründlich ausruhen. Sind Sie damit zufrieden, Herr Doktor?« »Wenn es dann nicht zu spät ist«, wollte er sagen, aber er hatte das Herz nicht dazu. Er drückte der Frau die Hand und verließ eilig das Haus, ohne der Kinderschar in der Küche diesmal Beachtung zu schenken. Da hörte er schon auf der Straße sich plötzlich gerufen. »Herr Doktor, Herr Doktor, da ist der Apfel, den wir für Sie aufgehoben.« Er blieb stehen und ließ das Kind, einen etwa 9-jährigen Knaben, herankommen. »Iss den Apfel nur selber, mein Junge.« Er strich ihm freundlich über das blonde Haar. »Oder gib ihn deiner Mutter und pflege sie gut, hörst du? Und sieh, dass sie nicht so viel arbeitet.
wer weiß wie lange. Er vollendete seinen Satz nicht. Aber als er sich an der Ecke noch einmal umwandte, sah er den Knaben noch immer mitten in der Straße stehen, wie er, den Apfel in der Hand, ihm aus seinen großen Kinderaugen ernst und fragend nachschaute. Mit vorgebeugtem Kopf, den Rock fest um sich geschlagen, kämpfte sich Dr. Brandt nach einem angestrengten Tagwerk, denn der November hatte wie alljährlich Krankheit und Tod mit sich gebracht, den Weg nach seinem Haus hin. Die feuchte Kälte hatte sich ihm in Haar und Kleider gesetzt, während der schneidende Wind ihm die Zigarre zwischen den Lippen auszulöschen drohte. Er atmete erleichtert auf, als er endlich in dem behaglich erwärmten Vorhaus seiner Wohnung stand. »Heda, Stine«, rief er, sobald er nur ein wenig zu Atem gekommen, »ziehen Sie mir doch die verwünschten Stiefel aus. Das Zeug klebt an mir, als ob's angewachsen wäre. Solch ein Hundewetter. Ich glaube, es ist kein trockener Faden an mir. Da, stellen Sie die Stiefel an den Herd, aber nicht zu nahe, dass sie nicht zusammenschnurren wie ein altes Handschuhleder. Verstanden? Den Rock können Sie näher zum Feuer hängen. Das Abendessen wird doch fertig sein, was? Die Schnitzel stehen schon auf dem Tisch. Na, das ist recht. Ich bin hungrig wie ein Wolf.« Eben wollte der Doktor die Tür des Zimmers öffnen, aus dem das Klappern seiner Frau mit Tellern und Gläsern einladend zu ihm herausdrang. Da ward die Hausglocke laut und schrill gezogen. »Donnerwetter«, rief der Doktor, »es wird doch nicht schon wieder jemand kommen? Na, das weiß ich aber. Diesmal mag's sein, wer es will. Ich geh nicht hin. Ein Arzt ist auch ein Mensch, sozusagen, und ich habe meinen Teil für heute geleistet.« Er riss die Haustür so heftig auf, dass er den dicht davorstehenden Knaben fast rücklings die Stufen hinuntergestürzt hätte. »Na, kannst du denn nicht Acht geben?« rief er den Knaben festhaltend. »Was gibt's denn?« Da der Knabe nicht antwortete, sondern nur schwer keuchend dastand, drehte er seinen Kopf ohne viele Umstände dem Licht zu. »Was, du bist's?« fragte er plötzlich beängstigt, als er den Knaben erkannte, der ihm vor kurzem den Apfel nachgetragen hatte. »Es ist doch kein Unglück zu Hause geschehen.« »Meine Mutter«, war alles, was der Knabe hervorbringen konnte. Der Doktor fragte nicht weiter. Die entsetzten Blicke des Knaben mussten ihm mehr als seine Worte gesagt haben. »Hm, das ist schnell gegangen«, murmelte er. »Na, wart nur einen Augenblick, mein Junge, gleich komme ich mit dir.« »Stine, meinen Rock und meine Stiefel!« Seufzend kroch der Doktor in die eben abgelegte feuchte Hülle seines äußeren Menschen wieder hinein. 5 Minuten später, ohne dass er sich auch nur Zeit genommen hätte, seine Frau zu begrüßen oder einen Blick auf den Abendtisch zu werfen, trabte er, den Knaben fest an der Hand, durch Wind und Wetter, dem kleinen Häuschen in der Vorstadt zu. Diesmal stand kein äpfelbratendes Kinderhäufchen um den Herd herum, aber eine gutherzige Nachbarin war beschäftigt, Tücher zu wärmen und Wasser zu Umschlägen heiß zu machen. Mit ein paar Worten ließ der Doktor sich von dem Vorgefallenen in Kenntnis setzen. Dann trat er in das Zimmer. Vor dem Bett der Mutter standen bitterlich schluchzend die 2 größeren Kinder, zu denen sich der Knabe, der ihn geholt, jetzt laut weinend gesellte, während die 2 jüngeren Kinder fest und ahnungslos in ihren Bettchen schliefen. Ein Blick auf die Kranke, die in ohnmachtähnlicher Schwäche mit geschlossenen Augen auf dem Bett lag, zeigte dem Arzt, dass hier wenig mehr für ihn zu tun war. Hastig schrieb er einige Mittel auf, die für den Augenblick geboten schienen, und schickte die Nachbarin damit in die Apotheke. Plötzlich schlug die Kranke die Augen auf. Fragend und verwirrt irrte ihr Blick umher, bis er auf das Antlitz des Doktors fiel. Im gleichen Augenblick drang das Schluchzen der Kinder an ihr Ohr. Der Ausdruck qualvoller Angst flog über ihr Antlitz. »Ich kann nicht sterben. Oh, meine Kinder«, flüsterte sie. Ohne zu antworten, doch mit sanfter Teilnahme suchte der Doktor, ihr jede Erleichterung zu verschaffen, die in seiner Macht stand.
Aber immer wieder, während er ihr Haupt höher bettete, ihre trockenen Lippen netzte oder den Schweiß von ihrer Stirn wischte, klang es in einförmigen, herzzerreißenden Tönen an sein Ohr. »Ich kann nicht sterben, meine Kinder!« Angstvoll blickte der Doktor nach der Tür, ob die Nachbarin noch nicht zurück sei. Da kam plötzlich eine Veränderung über das Antlitz der Kranken. Ein bläulicher Schatten lief über dasselbe hin. Ihre Züge verfielen. Ihre Augen verdunkelten sich. Der Doktor wusste, dass das Ende war. Der Tod hatte seine Hand auf sie gelegt, aber es schien, als zögere er, sich seines Opfers zu bemächtigen, solange dieses ihm nicht willig folgen wollte. Minute auf Minute verstrich, und das qualvolle »Ich kann nicht sterben, meine Kinder« wollte noch immer nicht zur Ruhe kommen. Dem Doktor stand der Schweiß auf der Stirn. Er hatte an manchem Sterbebett gesessen und manches schwere Scheiden aus diesem Leben beobachtet. Dies aber ging über das Maß dessen, was er zu ertragen gewohnt war. Er blickte auf die arme Frau, welche die Angst um ihre Kinder nicht sterben ließ. Er blickte auf die Kinder, die sich im Übermaß des Schmerzes auf das Bett geworfen hatten, vergebens bemüht, ihr jammervolles Weinen in den Kissen zu ersticken. In seinem ehrlichen Gesicht zuckte und kämpfte es. Seine Brust atmete schwer. Und als jetzt wieder das angstvolle »Ich kann nicht sterben, meine Kinder« an sein Ohr schlug, da leuchtete es in festem Entschluss aus seinen Augen. Er beugte sich über die Kranke und flüsterte ihr ein paar Worte zu. Diese richtete sich jäh empor und umklammerte die Hände des Doktors. Überraschung, ungläubiges Staunen, Entzücken sprachen aus ihrem Blick, während sie mit vergehender Stimme fragte, »Alle fünf?« »Alle fünf. So wahr mir Gott helfe«, wiederholte er ernst und feierlich. Da löste sich plötzlich die angstvolle Spannung ihrer Züge. Ein Ausdruck unendlicher Ruhe, unbeschreiblichen Friedens flog über dieselben hin und blieb als Lächeln um ihre Lippen schweben. Leise glitten ihre Finger aus den Händen des Doktors. »Kommt her, wenn ihr eure Mutter noch einmal küssen wollt«, rief der Doktor den Kindern zu. Während die beiden größeren Knaben laut schluchzend das Antlitz der Mutter mit ihren Küssen bedeckten, holte das Mädchen hastig die zwei Kleinsten aus ihren Betten, damit auch sie Abschied von der Scheidenden nehmen. Als auch das Kleinste sein rosiges Mündchen auf die blassen Lippen der Mutter gedrückt, sank ihr Haupt zurück. Ein leiser Seufzer, ein schrilles Aufschreien der Kinder, ein leichtes Zucken und alles war vorbei. Lang und still streckte ihre Gestalt sich zum Schlafe aus. Mit leisem Druck legte der Doktor seine Hand auf ihre Augen, dann winkte er der eben eintretenden Nachbarin. »Nehmen Sie bitte die Kinder mit sich hinaus. Ihre Mutter hat endlich Ruhe gefunden.« Es war am nächsten Tag, einem Feiertag. Der Doktor und seine Frau saßen beim Mittagstisch. Die Frau Doktor, eine kleine rundliche Frau, war trotz ihrer 40 Jahre noch immer eine angenehme Erscheinung, mit einem mütterlichen Zug in ihrem Antlitz, wie er auch kinderlosen Frauen nicht selten eigen ist. Wer sie näher kannte, der konnte leicht merken, dass sie heute etwas ganz Besonderes vorhaben musste. So sauber und geschmackvoll sie sich stets kleidete, heute verrieten einige bunte Schleifen entschieden den Wunsch zu gefallen, und wenn sie es auch nie an Aufmerksamkeit gegen ihren Gatten fehlen ließ, den sie trotz seines rauen Wesens herzlich liebte, die Liebenswürdigkeit, mit der sie ihn heute während des ganzen Mittagsessens umgaukelte, war doch mehr als eine gewöhnliche. Der Doktor schien jedoch von all dem nichts zu bemerken. Er war auffallend ernst und zerstreut und langte schweigend von den Gerichten zu, die heute mit besonderer Rücksicht auf seinen Geschmack ausgewählt waren. Erst als zum Nachtisch eine Schüssel großer Prünellen auf den Tisch kam, die er, trotzdem er sie sehr liebte, nur selten von seiner Frau erlangen konnte, ward er aufmerksam.
Er ließ einen prüfenden Blick über diese hingleiten und ein etwas ironisches Lächeln trat auf seine Lippen. »Nun, was soll's denn, Frau? Rück nur heraus, was willst du denn haben, hm?« »Was ich haben will? Wie kommst du nur auf solch einen Gedanken?« »Umsonst wirst du die Brünellen doch nicht aufgetischt haben. Und die schöne rote Schleife, sie steht dir wirklich gut. Du bist immer noch eine recht nette Frau. Na, sag nur heraus, was du willst.« Die Doktorin war blutrot geworden. So hatte sie die Sache nicht einleiten wollen. »Ich hätte allerdings etwas mit dir zu besprechen, aber so schnell geht das nicht.« »Nun, so lass dir Zeit. Heute ist Feiertag. Am Feiertag sterben die Leute nicht gern, wie ich immer gefunden habe. Nun, es muss ja etwas schrecklich Großes sein, dass du damit so hinter dem Berge hältst.« »Ja, weißt du, Albert, aber du musst mich ruhig ausreden lassen und musst dich auch einmal in die Seele einer Frau hineindenken.« »Meiner Frau doch hoffentlich. Und mich nicht immer unterbrechen. Also, nun siehst du, zu Weihnachten werden es jetzt 18 Jahre, dass wir hier in einer und derselben Wohnung sind.« Der Doktor schob seinen Teller zurück, legte die Pfeife, die er eben anzünden wollte, auf den Tisch und stand auf. »Wenn du vom Ausziehen reden willst, gehe ich lieber gleich fort. Es wäre schade um jedes Wort, das du darüber redest.« »Aber ich denke ja gar nicht ans Ausziehen. So bleib doch nur.« Die Doktorin hielt ihren Mann beim Ärmel fest. »Ich meine nur, wenn man so lange Jahre in einer Wohnung ist, ohne etwas für sie zu tun, dann ist es kein Wunder, wenn sie nicht besonders aussieht.« »Mir gefällt sie«, sagte der Doktor, behaglich um sich blickend. »Sie würde dir aber noch besser gefallen, wenn sie einmal instand gesetzt würde. Sieh nur die Fußböden an. Ich gebe mir so viel Mühe mit dem Ausbessern, aber die Farbe hält nicht mehr auf den alten, ausgetretenen Brettern.« »Wünschest du vielleicht Parkett?« »Parkett braucht's nicht zu sein. Ich wäre mit hartem Fußboden ganz zufrieden.« »So? Weiter also. Denn fertig bist du gewiss noch nicht.« »Die alten verrauchten Tapeten müssten bei dieser Gelegenheit auch fort. Und die altmodischen Vorhänge ebenfalls. Wer hat denn noch Purpurgardinen heutzutage? Wir könnten es mit Jutevorhängen versuchen, wenn du eine Abneigung gegen Weiße hast.« »Neue Möbel schaffen wir vermutlich dann auch an. Nur für das gute Zimmer. Die alten Möbel daraus bringen wir in das Zimmer neben der Wohnstube. Die Apparate von dir, die jetzt darin stehen, können leicht anderswo untergebracht werden und wir gewinnen ein allerliebstes Zimmer.« »Und das Geld zu all diesen Plänen?« »Geh, Albert, sei doch einmal vernünftig. Wenn du auch die halbe Stadt umsonst kurierst, dass du alljährlich ein hübsches Sümmchen zurücklegst, weiß ich doch. Für wen aber sparst du denn? Kinder haben wir nicht.« Ein leichter Seufzer begleitete diese Worte. »Nahe Verwandte auch nicht. Da könnten wir uns wohl einmal etwas gönnen.« Der Doktor tat ein paar lange Züge aus seiner Pfeife. »Du dachtest früher manchmal daran, ein Kind anzunehmen.« »Ja, freilich tat ich das. Aber du weißt, wie es uns immer ging. Konnten wir denn ein geistig und leiblich gut geratenes Kind finden, ohne dass eine ganze Kette habsüchtiger Verwandten daran gehangen hätte? Wie oft haben wir es versucht? Und weißt du, im Grund ist es mir jetzt lieb, dass es nicht dazu kam. Es ist mit einem fremden Kind doch immer eine gewagte Sache. Man weiß nie, was in solch einem Kind steckt. Und der Undank, den man mit fremden Kindern hat. Die Freundlichkeit, die man ihnen erweist, nehmen sie als ihr gutes Recht in Anspruch. Solange sie klein sind, verursachen sie nichts als Not und Plage. Und sind sie groß und brauchen uns nicht mehr, dann fällt ihnen auf einmal ein, dass sie nicht unsere Kinder sind. Nein, nein, Albert, es ist besser so, wie es ist.« Der Doktor sah eine Weile schweigend vor sich hin, dann sagte er: »Und ich hatte dich gerade heute darum bitten wollen, nicht nur ein Kind, sondern 5 bei uns aufzunehmen.« »5 Kinder?« Die Doktorin sank mit einem so entsetzten Gesicht in ihren Sessel zurück, dass ihr Mann sich beeilte, hinzuzufügen: »Nun, nun, ich meine natürlich nicht für immer. Es wäre nur für einige Tage gewesen. Du weißt, dass die arme Frau Mosbach gestern gestorben ist«, fuhr er nach einer Pause fort, da seine Frau noch immer sprachlos blieb.
Ihre Kinder haben niemand, der sich ihrer annehme. Muss denn nicht die Gemeinde für sie sorgen? Fragte die Doktorin kleinlaut. Das wird sie wohl, aber damit geht's nicht so schnell. Zunächst würde die Polizei die Kinder übernehmen. Könnten sie denn nicht bei der Nachbarsfrau bleiben, von der du sprachst? Die hat selber Kinder. Aber ich hätte gar keinen Platz für so viele. Du könntest vielleicht das Zimmer neben der Wohnstube für sie benutzen. Die paar Apparate von mir sind ja leicht hinausgebracht. Der Doktor konnte ein etwas maliziöses Zwinkern mit den Augen nicht unterdrücken. 5 Betten aber lassen sich doch dort nicht aufstellen. 2 Betten und ein Gitterbettchen für das Kleine wären genug. Die Kinder sind es gewohnt, zu zweien zu schlafen. Aber die viele Arbeit, die Stine wird sich bedanken dafür. Die Stine wird Vernunft annehmen, wenn ich mit ihr rede. Wird sie nicht fertig, kann ihr die Guste vom Tischler drüben helfen. Die Mutter hat mich heute erst um Arbeit für sie angesprochen. Wie lange würden die Kinder denn bleiben? Das kann ich jetzt so genau selbst noch nicht sagen. Länger als eine Woche keinesfalls. Und ich hatte gehofft, Weihnachten schon mit der Herrichtung der Wohnung fertig zu sein. Nun, Frauchen, sind wir schon so lange glücklich in der alten Wohnung gewesen, dann wird's wohl ein paar Wochen länger auch noch gehen. Er sah sie so herzlich an, dass sie besänftigt fragte, »Wann wollen die Kinder denn eigentlich kommen?« »Morgen Nachmittag, nach dem Begräbnis. Bis dahin hat die Nachbarin versprochen, Acht auf sie zu haben. Aber jetzt muss ich fort, es ist höchste Zeit.« Der Doktor nahm hastig Hut und Stock und ließ seine Frau in sehr gemischten Empfindungen zurück. Die Unterredung, die von ihr so lange vorbereitet und so sorgfältig eingeleitet war, hatte einen durchaus ungeahnten Ausgang genommen. Mit ängstlicher Spannung sah die Frau Doktor am nächsten Tag dem Kommen der Kinder entgegen. Wie werden sie sein? Wird sie ein Herz zu ihnen fassen können? Da standen sie schon in der Tür, eng in ein Häufchen zusammengedrückt, wie eine Handvoll Schneeflocken, die der Sturm verschlagen hat. Die 3 Größeren, ein Knabe von 9, einer von 7 Jahren und ein 6-jähriges Mädchen, bildeten den Hintergrund, während vor ihnen die 2 Kleinsten standen, ein dickes, drolliges Bübchen von etwa 2 Jahren und ein kaum 2-jähriges, rosiges Mädchen, das wie sein Brüderchen ängstlich nach dem Rockfalten der Schwester zurückgriff und mit seinen hellen Augen halb scheu, halb neugierig unter den Löckchen, die ihm bis auf die Stirn hingen, hervorblickte. Die Doktorin überflog mit schnellem Blick die kleine Gruppe, dann atmete sie erleichtert auf. Das waren nicht die verkümmerten, verwahrlosten Kinder, die sie halb und halb erwartet hatte, sondern die gefällig gekleideten und wohlerzogenen Kinder einer intelligenten Familie, die weder in ihrem Aussehen noch in ihrem Benehmen etwas von der Plumpheit zeigten, welche die Kinder der Armut meist so wenig einnehmend erscheinen lässt. Mit der Unterhaltung ging es freilich vorläufig noch nicht recht. Die Kinder antworteten bereitwillig auf alle Fragen. Aber man sah, wie beklommen ihnen ums Herz war. Und auch das Abendessen, das sie samt dem ihnen schon besser bekannten Doktor um den Tisch versammelte, änderte nicht viel daran. Die Kinder bemühten sich, das, was ihnen vorgelegt ward, zu essen, aber die Größeren hatten bei jedem Bissen mit ihren Tränen, die Kleinen, die ganz aus ihrer gewohnten Ordnung gerissen waren, mit dem Schlaf zu kämpfen. Alle empfanden es als eine Erleichterung, als der Doktor endlich sagte, »Ihr seid müde, Kinder. Es wird das Beste sein, ihr geht zu Bett und schlaft aus. Morgen werdet ihr schon anders reinschauen.« Die Kinder traten jedes einzeln zu dem Doktor und seiner Frau und reichten ihnen gute Nacht wünschend die Hand. Dann zogen sie sich in das ihnen angewiesene Schlafzimmer zurück. Die Doktorin wollte ihnen folgen, aber ihr Mann hielt sie zurück. Je mehr wir sie sich selbst überlassen, desto schneller werden sie sich eingewöhnen. Eine Weile hörte man Flüstern und Hin- und Herbewegen der Kinder. Dann ließ sich in der Stille laut und deutlich die Stimme des ältesten Knaben vernehmen. Andächtig betete er den alten Kindervers. »Müde bin ich, geh zur Ruh,
Schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Lieber Gott, lass mich zu einem braven Kind werden und gib, dass ich meinen lieben Papa im Himmel wiederfinde, wollte er sagen, wie er es allabendlich mit der Mutter gebetet hatte. Als ihm aber plötzlich einfiel, dass er jetzt nicht nur den Vater, sondern auch die Mutter im Himmel zu suchen habe, da stockte er. Mit unsicherer Stimme wiederholte er: Gib, dass ich meinen lieben Papa und meine liebe Mama. Da schwankte seine Stimme, und er brach plötzlich in heißes, unstillbares Schluchzen aus. Im selben Augenblick gab auch die Fassung der anderen Kinder nach, und eine Zeit lang hörte man nichts als das Jammern und Schluchzen der verwaisten Kinder. Der Doktor war an das Fenster getreten und blickte hinaus in die stille Straße, und die Doktorin strickte so eifrig an ihrem Strumpf, als müsste er heute noch fertig werden. Erst nachdem alles im Nebenzimmer still geworden, winkte der Doktor seiner Frau, mit ihm hineinzutreten. Eine rührende Gruppe bot sich ihnen dar. Die vier ältesten Kinder waren aus ihren zwei Betten in eins zusammengekrochen, und wie sie in ihrem Schmerz sich gegenseitig fest umklammert hatten, noch die Tränen auf den Wangen, so hatte der Schlaf sie überrascht. »Arme Kinder«, flüsterte der Doktor, während er sie vorsichtig auseinanderlöste und sie zwei und zwei in ihre Betten legte, war seine Frau zu dem Bettchen des Kleinsten getreten. Die blonden Löckchen tief in das glühende Antlitz hängend, die kleinen Hände zu Fäustchen geballt, an beide Wangen gedrückt, eins der weißen, rundlichen Beinchen über die Decke gestreckt, lag es süß atmend mit halb geöffnetem Mund da. »Sieh doch das liebe Kind an«, flüsterte die Frau ihrem Mann zu. »Kann es ein rührenderes Bild heiliger Kindesunschuld geben?« Sie hielt inne. Dann schlang sie plötzlich beide Arme um den Hals des Gatten und ihre Wange zärtlich an die seine legend, bat sie: »Dieses Kind, wenn es dir recht wäre, Albert, dieses Kind möchte ich als das meine behalten.« »Nun, wie wirst du mit deiner Kinderschar fertig?« fragte der Doktor, als er am nächsten Tag nach Hause kam. »Oh, recht gut. Ich hätte nie geglaubt, dass fünf Kinder so wenig Lärm und Unruhe machen könnten.« »Sei ohne Sorge, sie werden schon auftauen.« Und sie tauten wirklich auf. Schon am nächsten Tag blieb der Doktor bei seiner Heimkehr überrascht auf der Schwelle stehen. In der Mitte des Zimmers, auf der schönen Angoradecke, welches als unantastbares Heiligtum vor dem Spiegeltisch seiner Frau zu liegen pflegte, saßen, oder besser lagen, oder noch besser wälzten sich die zwei Kleinsten im lustigen Krieg miteinander begriffen. Jetzt das eine oben und das andere unten, jetzt umgekehrt, jetzt angreifend, jetzt abwehrend, unter hellem Gejauchze und Gekreische, die Schuhchen, ja selbst die Strümpfe im Eifer des Kampfes abgestreift, kugelten die beiden Kleinen wie zwei junge Hündchen auf der weichen Decke umher, so daß der Doktorin, die vor ihnen kauerte, vor lauter Lachen die hellen Tränen in den Augen standen. »Sie sind allerliebst«, versicherte sie ihrem Gatten, als sie nach dem Mittagessen mit ihm beim Kaffeetrinken saß. »Und ganz zutraulich werden sie schon. Auf Schritt und Tritt laufen sie mir nach. Gebe ich dem einen etwas, so sperrt auch das andere sein Mäulchen auf. Nehme ich das eine auf den Schoß, so schreit schon das andere: Mich auch, Frau Dotter.« »Ja, sie hängen sehr aneinander«, sagte der Doktor. »Sie werden schwer voneinander zu trennen sein.« Die Doktorin rührte nachdenklich in ihrer Kaffeetasse. »Müssen sie denn eigentlich voneinander getrennt werden?« fragte sie dann etwas unsicher zu ihrem Gatten aufsehend. »Was willst du sonst tun? Beide willst du doch nicht behalten wollen.« »Warum denn nicht? Kann ich das eine nehmen, kann ich das andere auch behalten.« »Ja, wenn dir die Plage nicht so viel ist.« »Die Plage? Ach, damit ist es nicht so schlimm. Und einstweilen ist ja die größere Schwester noch hier.
Sie nimmt mir fast alle Mühe mit ihnen ab. Du glaubst nicht, was für ein verständiges kleines Ding das ist. Nur für einen Augenblick, komm hierher und sieh zu, bat die Doktorin ihren Gatten am nächsten Morgen, als dieser zum Ausgehen bereit vor ihr stand. Sie ließ ihn vorsichtig durch die halb geöffnete Tür in das Schlafzimmer der Kinder blicken. Da saßen auf dem Rande des Gitterbettchens die zwei Kleinen in ihren Hemdchen, und vor ihnen stand die größere Schwester, Schwamm und Handtuch in der Hand. Jetzt das Händchen des einen und jetzt das Händchen des anderen in die Arbeit nehmend, bald dem über das Gesicht fahrend und Näschen und Ohren säubernd, bald dem anderen, besorgte sie das Geschäft der Reinigung so schnell und geschickt, dass die Kinder gar nicht Zeit zum Weinen fanden, so bedenklich sich ihre Gesichtchen auch zuweilen verziehen wollten. »Sie ist wie ein Mütterchen zu den Kleinen«, sagte die Doktorin, »und du solltest nur sehen, wie geschickt und anstellig sie auch sonst ist. Bald hilft sie Stine draußen in der Küche Gemüse putzen oder Gläser trocknen. Bald steht sie im Zimmer auf einem Sessel oder Fußbänkchen, um den Staub, auch wo sie nicht hinaufreicht, wegzuwischen. 10-mal am Tag läuft sie zum Brunnen, um frisches Wasser für mich zu holen. Oder sie...« Der Doktor hatte nicht die Zeit, das ganze Register der Vollkommenheiten des kleinen Mädchens anzuhören. Als seine Frau das selber am Abend fortsetzen wollte, unterbrach er sie. »Nun, wenn das Mädchen so hoch bei dir in Gunst steht, so wird das, was ich dir in Betreff seiner Zukunft mitzuteilen habe, dich freuen.« »Nun?« »Bei den Kaufmanns drüben haben sie sich bereit erklärt, das Kind gegen eine kleine Vergütung bei sich aufzunehmen und zu versorgen.« »So? Haben sie das?« Die Doktorin versetzte ihr Strickzeug in eine wahrhaft fieberhafte Bewegung. »Ich glaube es, dass sie das Mädchen gut gebrauchen könnten, um ihre zwei ungezogenen kleinen Racker, die den ganzen Tag im Sand liegen, herumzutragen und ihnen die schmutzigen Nasen zu putzen. Und eine kleine Vergütung beanspruchen sie auch noch? Nun, dumm sind sie nicht. Wie lange dauert's? Dann ist das Mädchen groß, und sie haben sich an ihr einen Dienstboten herangezogen, der nichts kostet, gar nichts. Aber daraus wird nichts, dazu gebe ich das Mädchen nicht her, dass du's nur weißt. Aber was beabsichtigst du denn mit ihr? Man muss ja froh sein, wenn... Was ich mit ihr beabsichtige?« unterbrach ihn die Doktorin. »Behalten will ich sie.« »Aber du hast ja schon die zwei Kleinen. Eben deshalb brauche ich die Größere auch. Allein kann ich mit den zwei Kleinen nicht fertig werden.« »Du vergisst aber ganz, dass das Mädchen von Ostern ab in die Schule muss.« »Für die paar Schulstunden wird sich auch noch Zeit finden. Sie soll nur fleißig lernen, damit sie ein gescheites Mädchen wird. Denke nur, Albert, wie hübsch es sein wird, solch ein liebes Töchterchen immer im Haus zu haben. Nicht wahr? Du sagst ja, ich darf das Mädchen behalten.« Der Doktor sagte nichts. Er nahm den Kopf seiner kleinen Frau zwischen seine beiden mächtigen Hände und drückte einen herzlichen Kuss auf ihren Mund. Dann ging er hinaus. Die Doktorin war ganz rot geworden. Das hatte er seit langer Zeit nicht mehr getan. Ja, früher, aber jetzt... Wenn man so ein Jahr nach dem anderen nebeneinander hinlebt, dann gewöhnt man sich die Zärtlichkeiten allmählich ab. »Er ist doch ein guter, lieber Mann«, flüsterte sie leise vor sich hin, während sie sich mit einem glücklichen Lächeln zur Ruhe legte. »Na, da muss ich denn doch bitten. Kannst du nicht sehen, wo du hinläufst, Bub?« rief der Doktor am nächsten Tag ärgerlich, als ihm beim Eintreten der zweitgrößte Knabe zwischen die Beine fuhr. Einen Augenblick stand der Kleine von der Gewalt des Anpralls betäubt da, dann hob er sein erhitztes Gesichtchen mit den blitzenden Augen zum Doktor auf. »Es war ja nur der Extrazug von Wien«, bat er verlegen und zog sich eilig in das nächste Zimmer zurück. »Das ist ja ein Tausendsassa von Bub«, sagte der Doktor, dem hübschen Jungen wohlgefällig nachsehend. »Ja, das ist er«, bestätigte die Doktorin. »Einmal läuft er als Eisenbahn und einmal als Dampfstraßenbahn durch das Haus. Bald ist er Räuber und bald Gendarm, bald wildes Tier und bald Jäger. Schreien und laufen aber muss er bei allem, ohne das geht's nicht.
So verböte ich es ihm. Als ob sich so etwas verbieten ließe. Er kann ja nicht anders. Es ist Übermut und Schelmerei an ihm. Ich wollte auch gar nichts sagen, wenn er nur mich in Ruhe ließe. Aber jeden Augenblick kommt er und bittet, ich solle mich in seinen Wagen setzen oder in sein Boot oder ihm eine Peitsche machen oder einen Säbel. Und du tust das alles auch ganz gutwillig. Was will ich denn tun, wenn er so bittet und bettelt? Und was er für tolle Ideen hat? Da spielt er vorhin Tierbude, und auf einmal fällt ihm ein, dass er ein Krokodil brauche. Und ich solle doch so gut sein und mich ein bisschen auf alle Viere legen. Ich würde ein wunderschönes Krokodil abgeben. Dass ich dazu keine Lust hatte, kannst du dir wohl denken. Glaubst du aber, der Bub hat aufgehört zu bitten, bis mir endlich nichts übrig blieb als ihm den Willen zu tun und ein Krokodil zu machen? Oh Frau, dass ich dabei nicht zugegen war!« Der Doktor lachte, dass er sich die Seiten halten musste. »Das muss ein Schauspiel für die Götter gewesen sein. Willst du mir es nicht noch einmal vormachen?« Aber die Doktorin wollte nicht. »Warum trinkst du denn nicht aus deiner gewöhnlichen Tasse?« fragte der Doktor beim Kaffeetrinken ganz verwundert seine Frau. Diese errötete verlegen. »Die Tasse, ja, die Tasse ist zerbrochen.« »Zerbrochen? Deine Tasse, aus der du schon seit deiner Mädchenzeit trinkst und auf die du so große Stücke hieltest? Na, das möchte ich nicht gewesen sein.« »Er hat's ja nicht gern getan.« »Er? Welcher er? Also nicht die Stine? Vielleicht wieder der Blitzjunge, was?« Sie nickte nur. »Nun, da wirst du ihm aber doch ein paar ordentliche gegeben haben. Das wollte ich im ersten Ärger auch. Aber er ließ es nicht zu.« »Er wird sich doch nicht gegen dich zur Wehr gesetzt haben?« fragte der Doktor mit gerunzelter Stirn. »Bewahre! Aber er war so aufgelöst in Reue und Leid und umklammerte mich so flehentlich, dass ich ihm hätte wehtun müssen, um ihn von mir loszumachen.« »Und da verziehst du ihm lieber und schenktest ihm noch einen Groschen für den Schreck, was?« »Nein, nur eine Handvoll getrockneter Pflaumen«, sagte die Doktorin kleinlaut. »Oh, ihr Weiber«, rief der Doktor, »ob denn nicht eine von euch wie die andere ist? Nun warte nur, im Waisenhaus wird's keine gedörrten Pflaumen für eine zerbrochene Tasse geben. Der neue Verwalter soll ein strenges Regiment führen.« »Im Waisenhaus?« fragte die Doktorin erschrocken. »Ja, ich habe heute gehört, dass die Aufnahme der beiden großen Knaben so gut wie gewiss ist. Nächste Woche ist Vorstandssitzung. Da wird die Sache formell richtig gemacht.« Die Doktorin schenkte ihrem Mann die zweite Tasse Kaffee ein. Dann sagte sie langsam: »Also ins Waisenhaus soll der hübsche Junge?« »Meinst du, dort nehmen sie nur hässliche?« »Das lebhafte, fröhliche Kind?« »Den Übermut werden sie ihm schon abgewöhnen.« »Ja, mit dem Stock. Ein wehrloses Kind einzuschüchtern ist keine Kunst. Ob sie den offenen, frohherzigen Knaben aber dabei kopfhängerisch und verstockt machen, danach fragt niemand. Ja, wenn er so ruhig und bedächtig wie sein Bruder wäre, da wäre er gewiss ganz gut im Waisenhaus aufgehoben. Aber mit seinem Temperament? Nein, Albert.« Sie schmiegte sich bittend an den Gatten. »Schicke den armen Buben nicht fort. Lass ihn hier bleiben. Ein Kind mehr oder weniger, das merkt man ja gar nicht. Nicht wahr? Du lässt mir den Knaben.« »Ich für meinen Teil habe nichts dagegen, aber...« »Also er bleibt. Oh, du guter Mann, aber sei einmal einen Augenblick ruhig. Mir ist, als hätte ich den Buben draußen auf der Treppe gehört. Da sitzt er sicher wieder auf dem Geländer und rutscht hinunter, bis er sich einmal das Genick bricht. Oh, was man sich mit solch einem Buben ärgern muss!« Fort war sie, und der Doktor sah ihr mit einem sehr befriedigenden Schmunzeln nach. Ein paar Tage vergingen. Der Doktor hatte seine Frau gebeten, den Kindern von den bevorstehenden Änderungen ihres Schicksals nichts zu sagen, bis endgültig über alle entschieden sei. »Es tut mir leid, dass er allein fort soll«,
sagte die Doktorin, während sie an einem der nächsten Abende neben ihrem Gatten saß und die Sachen durchsah, die der älteste Knabe in das Waisenhaus mitnehmen sollte. »Aber du musst selbst sagen, alle kann ich doch nicht behalten. Er ist der Älteste und dabei so still und vernünftig. Er wird sich gewiss im Waisenhaus ganz wohl fühlen. Ich glaube auch nicht, dass ihm die Trennung von seinen Geschwistern besonders schwer wird. Er scheint nicht viel Gefühl zu haben. Vielleicht zeigt er dasselbe nur nicht. Er war der Liebling seiner Mutter. Und seine Geschwister sind doch alle so viel hübscher und einnehmender als er«, rief die Doktorin verwundert. »Vielleicht machte gerade das ihn seiner Mutter umso teurer.« Die Doktorin dachte ein wenig nach. »Nun ja, vielleicht seiner Mutter. Ich will auch gar nichts gegen ihn sagen. Er tut, was ich will, ist fleißig und fügsam, aber ich kann kein Herz zu ihm fassen. Er kann ja seine Geschwister oft besuchen und an uns gute Freunde haben.« Der Doktor erwiderte nichts. Als seine Frau aber heute ihr Lager aufsuchte, tat sie es mit einem leisen Gefühl der Unzufriedenheit mit sich. Sie wusste nicht, warum. »Da, sieh nur, ob ich nicht recht mit dem Jungen habe«, sagte die Doktorin am nächsten Morgen, einem Sonntag, als der Doktor nach beendetem Frühstück noch ein wenig bei ihr sitzen blieb. »So starr und teilnahmslos sitzt er nun schon den ganzen Morgen da. Es ist kein Leben in ihm. Seine Geschwister können um ihn herum spielen und lärmen, wie sie wollen. Ich glaube, er sieht sie gar nicht.« »Komm einmal her, mein Junge«, rief der Doktor dem Knaben zu, der den Kopf in beide Hände gepresst, still und unbeweglich in einer Ecke saß. »Fehlt dir etwas?« »Der Kopf tut mir weh.« »Seit wann denn?« »Seit immer.« »Seit immer? Das wird wohl heißen, seit du hier bist, hm?« Der Knabe nickte. »Und was tut dir sonst noch weh?« »Die Augen. Und dann das Genick. Und manchmal ist mir schwindlig.« »So. Und von all dem erfährt man kein Wort?« Der Doktor befühlte und behorchte den Knaben. Dann sagte er: »Geh jetzt in dein Zimmer und lege dich nieder. Ich komme gleich zu dir.« Die Doktorin hatte in schweigender Angst zugehört. »Du hältst ihn doch nicht für ernstlich krank.« »Für sehr ernstlich. So viel ich beurteilen kann, ist eine Gehirnkrankheit bei ihm im Ausbruch.« Die Doktorin schlug entsetzt die Hände zusammen. »Und das gerade jetzt? Was fange ich dann mit den anderen Kindern an?« »Nun, nun, ansteckend ist die Krankheit nicht, aber vollständige Ruhe braucht er. Es wird das Beste sein, ich mache die Meldung gleich selbst im Krankenhaus und lass ihn dorthin bringen. Es kann leicht sein, dass die Krankheit eine üble Wendung nimmt.« »Du meinst, dass er sterben werde?« Der Doktor zuckte die Achseln. »Er hat die Krankheit zu lange unbedacht mit sich herumgetragen.« Die Doktorin war plötzlich sehr ernst und ruhig geworden. »Dann darf der Knabe nicht ins Krankenhaus«, sagte sie entschlossen. »Du wolltest ihn aber sowieso von dir geben.« »Ja, wenn er gesund geblieben wäre.« »Mein Herz fühlt sich nicht sehr zu diesem Kind hingezogen, das ist wahr. Aber gerade deshalb will ich meine Pflicht an ihm erfüllen. Ich könnte der anderen Kinder nie von Herzen froh werden, wenn ich ihren Bruder im Spital sterben ließe.« »Das ist alles recht schön«, sagte der Doktor ruhig. »Aber wo willst du ihn hinlegen? Vollkommene Ruhe ist unerlässlich für ihn.« »Er kann in Stinens Giebelzimmer liegen. Dort ist es sonnig und ruhig. Stine muss so lange ihr Bett in der Küche aufschlagen.« »Hm, das ginge. Aber wer wird ihn pflegen? Weder du hast Zeit dazu, noch Stine.« »Nein, aber ich lasse die alte Müller kommen, die mich vor 2 Jahren so gut gepflegt hat. Wenn sie ausruhen muss, wache ich für sie. Rede nur nichts drein. Ich werde doch ein paar Nächte opfern können, wenn du das ganze Jahr Tag und Nacht deinen Kranken zu Gebote stehst.« Der Doktor fuhr mit der Hand sanft über das Haupt seiner Frau, dann sagte er: »Nun denn, in Gottes Namen, so triff deine Vorkehrungen mit Stine. Ich will indes die Wärterin herschicken und das Nötige aus der Apotheke besorgen.« Schwere Tage und noch schwerere Nächte folgten.
Es schien, als ob der Knabe es nicht erwarten könnte, seiner Mutter zu folgen. Stunde auf Stunde lag er da in Fieberglut, ihren Namen rufend, bis die vertrockneten Lippen den Ton versagten. »Ich habe nur noch wenig Hoffnung«, sagte der Doktor. Als er einige Tage später nach sorgfältiger Untersuchung im Begriff stand, den Knaben für die Nacht zu verlassen. »Lässt das Fieber bis morgen früh nicht nach, so ist er verloren.« »Dann bleibe ich heute Nacht bei ihm«, sagte die Doktorin entschlossen. »Du reibst dich auf. Ängstige dich nicht um mich. Was man muss, das kann man.« Der Doktor reichte ihr ernst die Hand. »Wenn du mich brauchst, so rufe mich.« Langsam zogen die Stunden der Nacht vorüber. Mit weit aufgerissenen Augen und unruhig zuckenden Gliedern warf der Knabe sich jammernd und stöhnend in seinem Bett umher. »Mutter, Mutter!« Und immer wieder »Mutter« klang es jammernd durch den Raum. Der Doktorin schmolz das Herz vor Mitleid. Sanft seine Wange streichelnd, beugte sie sich liebkosend über ihn. Das Antlitz des Knaben veränderte sich plötzlich. »Bist du es, Mutter? Bist du endlich da?« Er schlang beide Arme fest um ihren Hals und zog sie zu sich, so daß ihre Wange an die seine zu liegen kam. Sie fühlte voller Freude, wie die furchtbare Spannung seiner Glieder nachließ, sein Kopf ruhig liegen blieb und seine Brust sich sanft erhob. So oft sie aber einen Versuch machte, sich aus seinen Armen zu lösen, schrie er angstvoll auf. Es blieb ihr nichts übrig, als leise ihre Füße auf das Bett zu ziehen, so daß sie ausgestreckt neben ihm lag. Seine regelmäßigen Atemzüge sagten ihr, daß er eingeschlafen war, und während sie mit seltsamem Wonnegefühl ihr Antlitz an das des Knaben drückte, der sie Mutter genannt hatte, schloss der Schlaf auch ihre müden Augen. Der Morgen blickte schon zum Fenster herein, als sie erwachte. Ihr Gatte stand über das Bett gebeugt. Sie fuhr erschrocken auf. »Ich hab doch nicht geschlafen.« »Das hast du wohl. Aber sieh hier.« Er wies auf den Knaben, der die Stirn mit dichten Schweißperlen bedeckt in sanftem, tiefem Schlummer lag. »Er ist gerettet und dankt es dir.« Der Doktorin traten die Freudentränen in die Augen. »Die Gefahr ist vorüber«, fuhr ihr Gatte fort. »Einmal auf dem Weg der Genesung wird er sich schnell erholen. In 14 Tagen vielleicht schon wird er so weit hergestellt sein, dass er in sein neues Heim übersiedeln kann.« »Glaubst du wirklich, ich ließe den Knaben jetzt noch von mir?« fragte die Doktorin leise und innig. »Er hat mich Mutter genannt, und wenn er es auch nur im Fieber tat, ich will ihm eine Mutter sein, er gehört mir.« »So willst du lieber den jüngeren Knaben in das Waisenhaus schicken?« »Nein, das will ich nicht.« »Oder das Mädchen?« »Gewiss nicht.« »Die beiden Kleinen wirst du aber noch weniger hergeben wollen. Ich will sie behalten, alle fünf.« »Alle fünf?« Die Stimme des Doktors hatte einen unsicheren Klang. »Du lässt dich von deinem guten Herzen hinreißen. Bedenke, wie gewagt es ist mit fremden Kindern. Man kann nie wissen, was in ihnen steckt. Das kann man bei den eigenen auch nicht wissen.« »Unsere Freundlichkeit nehmen sie als ihr gutes Recht hin.« »Das sollen sie auch. Und wenn sie groß sind, fällt ihnen plötzlich ein, dass sie nicht unsere rechten Kinder sind.« »Wenn wir ihnen rechte Eltern waren, gewiss nicht.« »Und all die Plage und Arbeit, die sie machen, die will ich freudig auf mich nehmen. Aber«, sie blickte ängstlich zu ihm auf, »sind dir vielleicht alle fünf zu viel?« »Mir?« Er nahm ihre Hände in die seinen und sagte ernst: »Anna, als die arme Mutter mit dem Tode rang und nicht sterben konnte in der Angst um ihre Kinder, da beugte ich mich zu ihr und sagte, ich will die Kinder zu mir nehmen und sie sollen meine eigenen sein. Alle fünf.« »Alle fünf?« fragte sie ungläubig. »Alle fünf«, erwiderte ich, »so wahr mir Gott helfe.« Darauf starb sie in Frieden. »Arme Mutter«, flüsterte die Doktorin, ihr Antlitz an der Schulter des Gatten bergend.
Plötzlich aber richtete sie sich auf. »Aber Albert, wenn du das versprachst, dann hast du die Kinder ja schon mit der ausdrücklichen Absicht in das Haus gebracht, sie alle zu behalten.« Er nickte nur. »Wenn ich nun aber nicht gewollt hätte?« »Ich kannte dein Herz.« »So, und wenn du mein Herz kanntest, warum kamst du dann nicht vertrauensvoll und sagtest offen, was du wolltest?« Der Doktor machte ein etwas bedenkliches Gesicht. »Du wolltest an dem Tage gerade neue Fußböden haben und moderne Tapeten und Vorhänge und...« Sie wollte ihn gerade unterbrechen. Da ließ ein schwacher Laut vom Bett aus sie zusammenfahren. Mit klaren, fieberlosen Augen lag der Knabe da und sah zu ihr herüber. Hatte er gehört, was sie gesprochen hatten? Ahnte er, zu welcher Entscheidung es gekommen war? »Mutter«, flüsterte er leise, die matte Hand nach ihr ausstreckend. Sie stürzte vor seinem Bett auf die Knie. »Ja, mein Kind, ich will deine Mutter sein.« Sie bedeckte sein Antlitz mit ihren Küssen, dann setzte sie sich zu ihm auf das Bett und ihm zärtlich das feuchte Haar aus der Stirn streichelnd, sagte sie unter Tränen lächelnd, »Was für weiches, feines Haar er hat und die guten, treuen Augen und...« »Nun, das nenne ich als echte Mutter sprechen«, rief der Doktor lachend. »Ich sehe schon, du wirst den Buben auf das Gräulichste verziehen.« »Warum nicht gar? Aber horch, sind das nicht die anderen Kinder draußen auf dem Gang? Sie möchten gern herein, dürfen sie wohl?« Der Doktor war schon an der Tür. Da stand das Kinderhäufchen wieder wie vor einigen Wochen, eng zusammengedrängt, die Kleinen voran, die Größeren den Hintergrund bildend. Diesmal aber blieben sie nicht scheu und ängstlich stehen. Zutraulich trippelten sie näher. Und während die zwei Kleinen auf den Schoß der Doktorin kletterten und die Größeren sich dicht an sie drängten, blickten sie neugierig auf den Bruder, der so blass und still in seinem Bett vor ihnen lag. Mit der einen Hand hielt die Doktorin die Hand des kranken Knaben. Mit der zweiten drückte sie die anderen Kinder fest an sich. »Unsere Kinder«, sagte sie freudestrahlend zu ihrem Gatten aufsehend. »Möge Gott sie segnen und glücklich machen.« »Alle fünf«, setzte der Doktor leise und gerührt hinzu. Thank you.